Nach einer ewig langen Anreise von La Fortuna nach Cahuita. Boah, also morgen wird krass. Wir sind quasi dann um 5 Uhr morgens schon unterwegs und kommen dann 12 Stunden später irgendwann im Puerto Viejo an, ne? Und dreimal umsteigen. So, wir haben es jetzt bis nach San Jose geschafft. Bus Nummer 2 haben wir hinter uns. Bus Nummer 3 folgt um 12 Uhr. Wir haben jetzt 10:30. Also müssen wir eigentlich nicht so lange warten. Und wir sind jetzt hier gerade in einem Restaurant am Busterminal und frühstücken jetzt mal so ein typisches Costa Rica. Weiß es nicht. Also ein Frühstück, was man hier in Costa Rica so frühstückt. Ein typisches Frühstück aus Costa Rica. Sind wir endlich angekommen. Die Fahrt von La Fortuna nach Cahuita über San Jose hat uns insgesamt 17,10 Euro pro Person gekostet. So, die lange Anreise hat ein Ende. Wir sind jetzt endlich in Cahuita angekommen. Am kleinen Busbahnhof wurden wir rausgelassen. Und jetzt laufen wir noch so circa 15 bis 20 Minuten zur Unterkunft. Wir suchen uns jetzt noch einen Supermarkt, wo wir ein bisschen Wasser und vielleicht noch Snacks kaufen können. Und dann haben wir es geschafft. So, bei denen haben wir gerade noch so Coconut Bread bekommen. Für 1000 Lira Preis. Das riecht auch so. Aber ich habe gefragt, ob süß ist. Der meinte, nee, aber das ist so süß. Das ist so lecker. Ja. Wird schon schmecken. Ursprünglich wollten wir eine Unterkunft in Puerto Viejo buchen. Stattdessen haben wir eine günstigere Option in Cahuita gefunden. Am Abend gab es für uns nur noch eine Instant-Nudelsuppe, die wir uns extra noch am Vortag in La Fortuna gekauft haben. Wow, die ist ja voll saftig. Eine kurze Unterbrechung, um uns mal etwas näher vorzustellen. Wir reisen bereits seit knapp 1,5 Jahren und haben dafür in Deutschland unsere Wohnung gekündigt, um so frei wie möglich zu sein. Die ersten Monate sind wir durch Asien gereist. Unser Start war im September 2021, also noch zu einer besonderen Zeit, wie wir alle wissen. Wir durften die schönsten Strände und beliebtesten Sehenswürdigkeiten für uns allein erleben. Als unser Geldbeutel immer kleiner wurde, sind wir mit dem Working Holiday Visa in Australien eingereist und haben bereits 2 Farmjobs hinter uns. Aktuell reisen wir durch Lateinamerika und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, wir gehen jetzt zum Nationalpark und sind schon ganz aufgeregt und freuen uns und hoffen natürlich, dass wir ja, ziemlich zügig unser erstes Faultier sehen werden. Und witzigerweise, wir haben uns ja eben mit unseren Nachbarn unterhalten, die kommen ja beide aus Costa Rica. Und die haben uns mal eben aufgeklärt, dass hier auf der Karibikküste, also auf der Seite hier, gerade, ja, wie sagt man, Regenzeit ist? Ja, nicht wirklich Regenzeit, aber es ist halt kein Sommer. Genau, und wir dachten halt, es wäre gerade richtig Hochsaison, Sommerzeit und so. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass es irgendwie typisch dafür ist, dass es den ganzen Tag regnet, sondern halt eher, dass es mal vorkommen kann. Aber eher, dass die Sonne sich halt nicht zeigt. So, ne? Im Sommer ist das dann wohl durchgehend so. Und man merkt es auch, es ist auf jeden Fall gut bewölkt. Die Sonne kommt nur morgens durch, also so war es vorhin eben. Aber ich meine, ist jetzt nicht schlimm, weil die Temperatur ist voll angenehm. Man schwitzt nicht. Der Cahuita National Park basiert auf Spenden und ist definitiv ein Besuch wert. Hier geht man nicht raus, ohne Wildlife gesehen zu haben. Neben ganz vielen Tieren gibt es wunderschöne weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser. Wer schnorcheln möchte, kann dies nur mit einem Guide machen. Ja, den ersten haben wir schon gespottet, aber das könnt ihr leider nicht sehen.
Also wir wären definitiv vorbeigelaufen, aber unsere Zimmernachbarn haben den entdeckt. Mit Fernglas kann ich den sehen, aber der bewegt sich leider nicht. Die sind auf jeden Fall riesig und sehr haarig. Zu Beginn des Nationalparks häufen sich die Besucher an einem Fleck. Es verläuft sich aber nach einer Zeit. Der Vorteil, wenn man eine Gruppe mit Guide vor sich hat, man sieht Tiere, die man alleine niemals sehen würde. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Und ansonsten muss man auch dazu fairerweise sagen, wenn ein paar Leute vor uns nicht einen Guide gehabt hätten, hätten wir auf eigene Faust kaum Selbsttiere gesehen. Also genau, die Affen, klar, die springen zwischendurch mal herum, die Waschbären, die laufen die auch einfach an den Füßen vorbei, aber die Faultiere, wir haben ja bisher zwei gesehen, und die Faultiere, da muss man schon genau hingucken, weil die sind auch super gut getarnt, und wenn da nicht, wie gesagt, so eine Gruppe mit einem Guide stehen würde und zeigen würde, würden wir halt einfach nur dran vorbeilaufen. Genauso wie mit der Schlange. Es war einfach nur unglaublich, diese Schlange zu sehen. Wir halten zwar Ausschau, also wir haben die Köpfe zwar gestreckt, aber ein Guide guckt natürlich, ein Local guckt natürlich ganz anders als jetzt wir als Touristen. Wir gucken einfach super weit in die Höhe und dabei ist es quasi direkt schon auf Augenhöhe. Diese Schlange zumindest. Bei den Waschbären muss man tatsächlich gut aufpassen, wenn man am Strand liegt. Die sind nämlich ganz schön schlau und wissen, wie man Rucksäcke öffnet. Wir haben gesehen, wie andere schon um ihre Sachen kämpfen mussten. Als wir im Wasser waren, mussten wir auch zum Rucksack sprinten, da ebenfalls ein Waschbär dran gewesen ist. Auch noch unsere Techniktasche, ey, stell dir mal vor. Gut, dass er die GoPro nicht genommen hat. Wenn ihr den Kawita National Park besucht, vergesst auf gar keinen Fall eure Badesachen. Hier kann man definitiv nochmal alle Eindrücke sacken lassen und eine Runde entspannen. Übrigens ist der Nationalpark zwar an allen Wochentagen geöffnet, jedoch wird er um 16 Uhr geschlossen, sodass es eher eine Vormittags- statt Nachmittagsbeschäftigung sein sollte. 200 Meter von unserer Unterkunft befindet sich der Black Beach. In Costa Rica gibt es aufgrund der aktiven Vulkane viele schwarze Sandstrände. Dieser Spot eignet sich auch gut für Surfbeginner. Wer das passende Kleingeld hat, kann sich hier entweder ein Board leihen oder es selbst versuchen. Oder nimmt sich gleich eine Unterrichtsstunde. Ab $40 plus Steuern kosten zum Beispiel zwei Unterrichtsstunden. Als wir einen Strandtag machen wollten, haben wir ganz schnell festgestellt, dass man zwar jede Menge Spaß haben kann, aber das Wasser zumindest an dem Tag zu unruhig war, um die Decken auszubreiten. Uns ist irgendwann eingefallen, dass wir ja einen Pool haben. Den haben wir dann auch später genutzt. Okay, das hat sich gelohnt, Schatz. Wow. Das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Wie krass, wie schön ist das hier, bitte? Ah, ich glaube, heute wird ein Pool Day. Später werde ich noch gekocht. Oh, was ein Tag. But we get up and start from the ground. Searching for my highs. You can say I lost my mind.
Wir haben auch einen Ausflug nach Puerto Viejo gemacht. Ich habe ja bereits gesagt, dass beide Orte nur eine halbe Stunde voneinander getrennt sind. Also perfekt für einen Tagesausflug. In Puerto Viejo angekommen, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied zur Cahuita. Es gibt deutlich mehr Cafés, Shops und Restaurants. Daher wahrscheinlich auch beliebter, denn hier war es auch deutlich lebendiger auf den Straßen. Auch Fahrradfahren ist hier sehr beliebt. Viele Shops bieten einen Tagestarif an. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich das Fahrrad nur für ein paar Stunden zu leihen, um zum Beispiel zum Manzanillo National Park zu fahren, der ebenfalls nur auf Spenden basiert. Wir hatten leider nicht so Glück mit dem Wetter, weshalb wir nur ein bisschen durch die Stadt gelaufen sind. An der Küste entlang gibt es übrigens einen Pfad, wo man auch Faultiere sehen kann. Und tatsächlich haben wir ganz weit oben im Baum einen sitzen sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Alle Links zu den jeweiligen Orten findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.